Ich hörte zuerst von Nope, als Jordan mich anrief. Hey, ich mache einen neuen Film. Ich sagte, ach ja, worum geht's? Nope. Im Film geht es um vieles, aber im Kern handelt er von einem Bruder und einer Schwester, OJ und Emerald. Auf der Haywood Ranch sagen wir immer, dass wir seit dem Moment, als die Bilder laufen lernten, mit dabei waren. OJ ist geblieben, um die Ranch zu leiten. Gerade als alles aus den Fugen gerät, kehrt auch noch seine Schwester wieder in sein Leben zurück. Sie war nie eine große Hilfe. Werden wir heute Abend also nicht chillen? Bei Emerald Haywood tut sich nicht viel. Sie weiß nicht immer, wovon sie spricht, aber sie hat Charisma. Nur weiß sie nicht wirklich, was sie will. In die Hauptrolle schlüpft der großartige Daniel Kaluuya, mein Lieblingsschauspieler. Er brachte mich dazu, die Figur weiterzuentwickeln. Und Keke Palmer. Sie hat einfach das gewisse Etwas, echt stark. Wie eng ihre Beziehung wirklich ist, merkt man erst, wenn die Kacke am Dampfen ist. Es geht darum, dass die beiden ihre Distanz überwinden können und erkennen, dass sie eigentlich immer füreinander da waren. Sie lieben sich sehr. Dass ein Bruder und eine Schwester so eng befreundet sind, sieht man echt selten. Los geht's, Baby! Ich versuche dich zu retten! Mein Bruder ist da draußen! Daumen hoch! Sollen wir auch? Daumen hoch, Daumen hoch!